Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Hier wieder beim Play Festival, Play 22, The Creative Gaming Festival hier in Hamburg. Wir streamen live von der Bühne aus dem Jupiter in der Mönckebergstraße. Ich freue mich sehr, dass so viele wieder eingeschaltet haben und ich freue mich auch sehr, dass wir hier live vor Ort so ein schönes Publikum da haben. Herzlich willkommen. Neben mir sitzt mein erster Gast, das ist Larissa Labusch. Was sie uns erzählen wird in ihrem ersten Beitrag, erzähle ich gleich. Wir haben heute ein buntes Programm und zwar ist es so, dass wir einerseits, wir haben insgesamt, jetzt muss ich kurz durchzählen, 8 Beiträge. Wir haben einige hier vor Ort im Jupiter, wir haben aber auch Discord-Zuschaltungen. Wir haben es ein bisschen bunt heute von Sprachlichen, sowohl Deutsch als auch Englisch. We just mix with English and German today already. Und ich möchte gar nicht mehr viel Worte verlieren, damit wir gleich auch übergehen können. Aber es lohnt sich auf jeden Fall einzuschalten. Wir sprechen auch mal über Mindtest. Wir sprechen darüber, was ein Plakat und ein Sessel über Bösewichte verraten. Und wir lernen auch eine E-Gaming-Liga hier aus der Nähe aus Schleswig-Holstein kennen. Aber jetzt fangen wir an mit Larissa Labusch. Schön, dass du da bist. Freut mich sehr. Und du erzählst uns was zu Star Stable Online. Ich bin sehr neugierig. Ich hoffe, ihr seid es auch alle. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die gerne im Twitch-Kanal oder hier oder im Play Valley. Das darf ich nicht vergessen. Man kann ja auch online unsere Ausstellung besuchen. Dort bitte zur Bühne zu gehen. Shrouded Stage nebenan gibt es HelferInnen. Denen kann man auch Fragen zuflüstern. Und dann hole ich die hier mit auf die Bühne. Wir unterhalten uns gleich darüber. Und man kann hier auch live natürlich Fragen stellen. Okay, liebe Larissa, es ist deine Bühne. Ich wünsche dir und uns allen viel Spaß. Also ich präsentiere euch heute das Spiel Star Stable Online. Als erstes erzähle ich euch was über das Spiel allgemein. Was ist eigentlich Star Stable? Dann ein großer Punkt vom Spiel, das Thema Clubs. Und dann noch, was man so außerhalb von Star Stable macht, aber auch über das Spiel. Und zum Schluss zeige ich euch noch ein bisschen, wie das Spiel dann überhaupt live aussieht. Ja. Als erstes beginnen wir mit, was ist überhaupt Star Stable? Star Stable ist ein Online-Multiplayer-Spiel, in dem man ganz viel machen kann. Man kann einerseits Quests lösen, denn Star Stable ist auf einer Geschichte aufgebaut. Oder Rennen reiten und dann zum Schluss an Turnieren, die heißen Championate, teilnehmen. Ja. Außerdem gibt es noch Events, die nur einmal im Jahr zurück nach Jorvik kehren. Jorvik ist die Welt, in der sich das Ganze abspielt. So wie im Moment ist gerade das Halloween-Update da. Dann beginnen wir mit Quests. Star Stable hat eine Vielfalt von über 3000 Quests. Und Quests sind Aufgaben, die man machen kann. Und das Ganze ist in einer Story-Quest, das ist die Hauptgeschichte, eingeteilt. Und dabei schaltet man noch weitere kleine Quests frei. Und insgesamt kriegt man dafür Erfahrungspunkte und kann Level aufsteigen. In Star Stable ist natürlich ein großes Thema die Pferde, da es ein Pferdespiel ist. Es gibt eine große Vielfalt an verschiedenen Pferderassen. Und jeweils auch verschiedene Fellfarben. Ungefähr einmal im Monat kommt eine neue Pferderasse ins Spiel. Und insgesamt gibt es schon 42 Pferderassen, die aber mit der Zeit auch immer überarbeitet werden. Star Stable hat verschiedene Generationen. Von den Pferden gibt es 3 Generationen. Und sie versuchen, die Pferde immer mit der Zeit realistischer aussehen zu lassen. Als erstes gab es die erste Generation, das ist aber schon sehr lange her. Dann wurden mit der Zeit alle Pferde überarbeitet auf die Generation 1,5. Und mittlerweile gibt es die dritte Generation. Wenn neue Pferde ins Spiel kommen, werden die auch immer an die dritte Generation angepasst. Von der Grafik, von der Landschaft gibt es bisher nur 2 Generationen. Die erste Generation war sehr lange im Spiel vorhanden, das sieht man hier links, aber mittlerweile wurde auch schon alles an die zweite Generation angepasst. Jetzt kommt der Part 2. Clubs spielen in Star Stable eine sehr große Rolle.
Da man außerhalb von der Story Quest sonst nichts zu tun hat, kann man sogenannten Clubs oder auch Teams beitreten und sich somit seine Zeit vertreiben. Beim Thema Clubs sind einem eigentlich keine Grenzen gesetzt. Viele Leute gründen einen eigenen, aber viele treten auch einem Club bei. Da gibt es Dressurclubs, Freizeitclubs oder Westernclubs, aber Dressurclubs sind am verbreitetsten. Ja. Was sind eigentlich Clubs? Clubs sind in Star Stable eigentlich überall. Es gibt fast keine Person, die keinem Club angehört. Und ja, man findet da sehr viele Freunde, die einen dann auch im Spiel begleiten. Und das kann auch so lange weitergehen, bis man sich irgendwann so gut versteht, dass man sich im realen Leben trifft. Und man unterhält sich eigentlich immer über Discord. Das ist eine Plattform, auf der man telefonieren kann. Und die meisten Clubs machen Dressur und üben dann Figuren ein und stellen die im Internet später als Kür hoch, sodass sich andere Leute das angucken können. Auf Instagram ist es sehr verbreitet, ein Account für seinen Club zu haben. Da präsentiert man sich und kann auch andere Leute dabei zusehen, wie der Club wächst. Jeder Club hat ein Thema, so wie man hier sieht, hat jeder Club ein Club-Outfit. Das ist meistens nach einer Farbe gerichtet, die zum Namen des Clubs passt. Und dann gibt es auch einen eigenen Stil, den jeder hat. Und dann wird auf Instagram sogenannte Clubfotos hochgeladen, auf denen man dann den ganzen Club vorstellt. Jetzt kommt der dritte Part, Social Media. Denn viele Spieler von Star Stable beschäftigen sich auch außerhalb mit dem Thema Star Stable. Das geht auf Instagram, TikTok oder YouTube. Auf Instagram ist, wie gesagt, eigentlich alles nur in Bilderform. Und auf TikTok machen viele Leute sogenannte Edits. Das sind Videos von Star Stable, die bearbeitet sind. Star Stable-Spieler sind auf sehr vielen Plattformen verbreitet, so wie TikTok, Instagram, YouTube, Discord oder Pinterest. Jedoch sind Instagram und TikTok am verbreitetsten. Und auf Instagram teilen die meisten Leute Bilder von ihren Pferden mit passenden Outfits dazu, die man sich dann im Spiel nachkaufen kann. Und auf TikTok ist es sehr beliebt, wie gesagt, Edits zu machen. Auf Instagram kann man hier sehen, werden die Bilder bearbeitet. Da hat auch jeder seinen eigenen Stil, wie er das macht. Und die Leute werden mit der Zeit auch immer besser und lassen das Spiel noch realistischer wirken. Ja. Auf TikTok werden Video-Edits gemacht, wie man hier sehen kann. Und dann zeige ich euch noch hier einen kleinen Einblick in Star Stable. So sieht das Ganze dann aus. Da sieht man auch schon die anderen Spieler. Und in Star Stable gibt es eine große Vielfalt an Gebieten. Es gibt Wälder hier, wie man sehen kann, oder auch eine Stadt. Das alles ist im schwedischen Stil, weil Star Stable aus Schweden kommt. Aber es gibt auch herbstliche Gebiete, so wie das hier ist Golden Hills. Oder genau das Gegenteil, das Dinotal, da ist alles weiß und es schneit die ganze Zeit. Und so sieht ein Rennen aus. Dann war es das eigentlich schon. Gibt es noch Fragen? Ja. Vielen Dank, liebe Larissa, für diesen kleinen Einblick. Und ich frage einfach mal direkt ins Publikum, beziehungsweise gucke auch parallel nochmal in den Twitch-Chat, ob wir Fragen haben. Also, hier gibt es direkt eine Frage.
warte noch einen kleinen Moment, du brauchst noch ein Mikrofon, damit wir das alle mitbekommen. Das war sehr interessant. Ich habe mich gefragt, das ist natürlich wahrscheinlich eine total doofe Frage, aber bist du durch das Reiten zum Spiel gekommen oder hast du vielleicht auch durch das Spiel Interesse am Reiten bekommen? Also das würde mich interessieren, welche Rolle spielen Pferde so auch in deinem sonstigen Leben, wenn du nicht in Star Stable bist? Also ich reite auch in echt. Das tun auch die meisten Leute, die Star Stable spielen. Und eigentlich ist es so, dass man seinen Freunden das Spiel empfiehlt. Und die Leute, die dann selber an Pferden interessiert sind, treten dann auch meistens Star Stable bei. Okay, also das Reiten war zuerst da als Hobby? Ja. Welche Form von Reiten machst du? Dressur, Western oder was machst du? Also ich mache eigentlich Freizeitreiten, ganz normal. Aber im Moment versuche ich auch mit Springen anzufangen. Ja. Okay, also Freizeitreiten und Springreiten, sehr spannend. Gibt es weitere Fragen? Okay, ich habe noch ein bisschen Fragen vorbereitet. Ansonsten einfach nochmal den Hinweis an die Technik, falls es in einem anderen Stream Fragen gibt, kopiert mir die gerne rüber. Ich bin im Ort-Nina-Stream, dann könnte ich da noch eine Frage sehen, falls welche gibt. Welchem Club gehörst du denn an? Hast du einen Club auf Star Stable Online? Also ich habe mit meinen Freunden aus der Schule einen Club. Der heißt Snow Warriors Family. Und da treffen wir uns auch eigentlich jeden Tag und sind mittlerweile so gut befreundet, dass wir uns auch in echt treffen. Zwei Freundinnen von uns wohnen auch in Berlin und die besuchen wir jetzt auch. Wow, voll schön. Also einerseits gibt es welche aus deiner Schulklasse, andererseits quasi Online-Freundschaften und ihr trefft euch auch mal so quasi. Ja. Dann. Toll. Und da frage ich einfach nochmal nach, weil die Frage schon so ähnlich da war. Gibt es denn dann auch in diesem Club Freundinnen, die selbst nicht reiten? Ja, das gibt es auch, aber das ist eher weniger verbreitet. Ja, okay. Weil es hat mich jetzt, als du erzählt hast von dem Spiel, total an meine Jugend erinnert, weil ich habe total gerne ein Eishockeyspiel gespielt und es war einfach nicht möglich, bei mir in der Umgebung Eishockey zu spielen. Und das ist ja das Schöne auch an Computer-Videospielen, dass ich quasi eine sogenannte Realitätstransformation eingehen kann, indem ich quasi etwas spiele, was ich vielleicht im wahren Leben, wo ich keinen Zugang dazu habe. Okay. Genau, und dann noch vielleicht das Letzte, damit das hier auch alle noch so mitbekommen. Du hast ja so diese schönen Einteilungen gemacht, wie du erzählt hast, auch über Social Media. Und ich finde, da bist du ein bisschen bescheiden, oder? Also, weil du hast doch selber auch einen TikTok-Kanal, ist das richtig? Ja. Ja, und wie viele Menschen folgen dir denn auf TikTok? 5.000, ich finde, das darf man auch mal erwähnen. Weil dafür braucht es ja auch eine gewisse Arbeit, ne? Dass man so ein bisschen Follower macht, dass man schönen Content macht, der interessant ist. Ganz, ganz wunderbar. Also, liebe Larissa, vielen herzlichen Dank nochmal an dich. Vielleicht haben wir der ein oder anderen Person, die zugeschaut hat oder hier mit im Jupiter ist, auch Geschmack oder du Geschmack geben können, da mal das Spiel anzutesten, mal reinzuschauen. Ich war interessiert auf jeden Fall und ich fand es auch spannend, was du dargestellt hast mit dieser Generationenveränderung, ne? Das Spiel wird quasi auch so ein bisschen besser und realistischer. Und genau, also nochmal ein großes Dankeschön an dich. Ein Applaus für Larissa. Schön, dass du da warst. Und ich sag mal ganz persönlich, ich würde mich freuen, wenn wir dich auch vielleicht im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen. Und vielleicht bringst du uns dann auch ein anderes Spiel mit oder das gleiche und erzählst uns was über die nächste Generation. Ja. Dankeschön. Okay, wir machen gleich weiter. Es gibt, wie ihr es schon kennt von den anderen Tagen, immer kurze Pause. Wir müssen jetzt auch direkt nochmal kurz umbauen, weil wir einen Gast hier vor Ort haben. Und dann sind wir gleich wieder live auf dem Stream.